Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, habe ich richtig große Nachrichten für mich, für eine andere Person und für euch wahrscheinlich auch, weil sich in Zukunft einiges ändern wird. Ihr seht schon, ich bin gerade mit der schönen 401 unterwegs. Und bevor ich zu dieser ganzen Geschichte komme, was in der nächsten Zeit alles passieren wird, dachte ich mir, ich muss jetzt langsam mal anfangen, an diesem Bike ein bisschen wenigstens zu schrauben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache diesmal nicht den Kennzeichenhalter. Das schaffe ich heute nicht, das dauert relativ lange, denn ich fahre nachher auch schon nach Frankfurt zu Triumph, weil wir da gemeinsam zur MotoGP ausstarten. Aber wir können was Kleines ändern, und zwar sind das hier diese Spiegel. Ihr habt es auch schon selber geschrieben, die Spiegel müssen weg. Deswegen kommen jetzt Lenkerendenspiegel an diese wunderschöne 401. Hat gerade eben schon diese kurzen Meter, die ich hierher gefahren bin, super viel Spaß gemacht. Bin hier noch in meinem alten Heimatort im Ghetto quasi. Ihr seht hier auch die Graffitis vielleicht da hinten. Graffitis. Ihr wisst, was ich meine. Wir basteln jetzt nämlich die Spiegel ran. Ich weiß noch nicht so ganz, ich bin die 701 von David schon gefahren und die hat auch die Lenkerendenspiegel dran, aber nach unten. Irgendwie haben die mich beim Lenken schon ein bisschen behindert, hatte ich das Gefühl. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, Lenkerendenspiegel nach oben oder nach unten. Ich werde sie, glaube ich, erstmal nach unten bauen, aber haut es in die Kommentare. Vielleicht werde ich es auch noch ändern, je nach Fahrgefühl. Und wir starten mal mit dem Umbau. Das hier ist das einzige Werkzeug, was wir brauchen. Und bevor ich an die Spiegel gehe, müssen wir jetzt erstmal hier die Lenkerenden, sind das Gewichte? Das heißen die Lenkergewichte? Müssen wir auf jeden Fall erstmal abmachen. Das machen wir jetzt. Okay Leute, Kamera hat mal wieder eben nicht gefilmt. Ich habe die jetzt gerade eben rausgenommen, hier einfach mit dem Imbusschlüssel einfach rausgedreht. Stecken sozusagen hier einmal drin. Und die brauchen wir jetzt nicht mehr. Dafür haben wir jetzt hier unsere schönen Lenkerendenspiegel. Jetzt tue ich hier nochmal eine Hülse drüber, meine ich. Ich hoffe, ich mache es richtig. Und dann kommt der ganze Spaß hier rein. Und dann müsste ich es eigentlich schon festmachen können. So Leute, kurzer Zeitsprung. Auf der anderen Seite ist der Spiegel schon dran. Ich musste erstmal hier ein bisschen rumhantieren. Und ich habe festgestellt, dass ich hier die Imbusschlüssel gar nicht für mit habe. Dementsprechend kann ich das hier gerade gar nicht richtig komplett festziehen. Dementsprechend kann ich auch nicht die Spiegel umändern. Man müsste das jetzt für die andere Seite nach links machen. Sprich, wir haben gleich ein wunderschönes Motorrad. Aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann können wir mal gucken, was besser ist zu fahren. Ich mache den Spiegel auf der Seite jetzt gezwungenermaßen nach unten. Und auf der anderen Seite habe ich ihn nach oben gemacht. Das sieht gleich super weird aus, aber wir bauen das trotzdem mal an. Ich glaube, an sich ist es ganz gut, das einmal zu prüfen. Und genau, wir haben jetzt einfach hier sozusagen die Hülse. Da müssen wir jetzt gleich einmal das gleich mit Kraft sozusagen verziehen. Da kommt hier dann nochmal eine andere Hülse drüber und die spannt das sozusagen dann da drin mit. Das ist schon zu festgezogen. So, jetzt kommt die hier einmal, wie David immer so schön sagt, rüber. Wenn das mal passt. So, jetzt passt es auch. So, und dann kommt das Gerät hier quasi so rein. So, und jetzt müssen wir gleich einmal mit ein bisschen Power das Ganze festziehen. Nice, Lukas. Wir genießen nochmal den Moment. Und ich würde sagen, ich ziehe mir einmal kurz meine Sachen an. Wir gucken uns das noch einmal kurz an und dann fahren wir los. Wir haben jetzt hier einmal den Spiegel nach unten. Wir haben jetzt gerade vier Spiegel dran. Einmal nach oben, den Winkel muss ich, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Und die zwei, die mache ich jetzt noch schneller. Okay Leute, jetzt liegt es an euch. Was sagt ihr, oben oder unten? Und das hier ist auch gut, das fand ich bei der 701 von der Sitzposition anders. Ich bin da, ist der Spiegel immer gegen mein Bein gehauen. Hier schließt er richtig, also hier wäre das, glaube ich, noch in Ordnung. Je nachdem, wie ich sitze, ich würde ihn trotzdem irgendwann berühren, wenn ich zu weit vorne sitze. Hier keine Frage, hier behindert der halt null. Müssen wir mal schauen. Haut's auf jeden Fall in die Kommentare und wir fahren jetzt los. So, der sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, ja, ändern wir auch noch. Aber ich finde grundsätzlich, der Look hier ist auf jeden Fall schon geiler, dass es cleaner ist. Ich muss mir irgendwie geile Schrauben dann später auch passend zur Farbe holen. Aber jetzt will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Und werde euch auch, wenn ich unten auf der Straße bin, direkt mal was erzählen, was jetzt sich so verändern wird. Ich finde es schon jetzt viel cleaner und geiler vom ganzen Look hier, dass diese großen, klobigen Spiegel weg sind. Jetzt kommt auch gleich der Härtetest mit Linkskurven.
ob das mit dem Spiegel passt, aber das haben wir ja schon alles getestet, also von daher sollte da nicht so viel passieren. Ich hoffe, ihr könnt was mit der GoPro-Ansicht erkennen. Bei der 401 finde ich das immer gar nicht so leicht einzustellen. Und ich muss jetzt auch nochmal schnell zu meiner Freundin. Um die soll es nämlich auch gleich gehen, auch nochmal wegen des Bikes hier. Sie wird das auf jeden Fall bald mal fahren. Ich will es aber vorher, wie ich den Kennzeichenhalter und so weiter geändert haben, damit wir dann auch im freshen Look unterwegs sind. So, ja, ich bin hier noch in meinem alten Heimatort und das wird sich bald ändern. Das wird sich tatsächlich bald ändern. Ich werde nach Hamburg ziehen, nicht zu David und Sören, wie viele auch immer dachten. Weil ich glaube, das wäre mir einfach zu stressig, weil dann drei YouTuber drei Videos immer gleichzeitig drehen. Die sind da gut in ihrer WG aufgehoben, finde ich. Ich, wie ihr wisst, habe ja auch eine Freundin, das habt ihr auch in den letzten Videos auch gesehen. Und mit der werde ich zusammenziehen. Wir haben eine Wohnung bekommen, mega, mega fresh. Ich freue mich auch immer noch jeden Tag drüber. Wir haben echt mittlerweile verdammt lange, lange, lange gesucht. Ah, lässt sie sich cool wheelen, genau. Ja, wir haben Ewigkeiten eine Bude gesucht, eine schöne Wohnung. Haben jetzt eine gefunden in Hamburg, mega, mega geil. Das mega coole daran ist auch, dass ich ein Arbeitszimmer haben werde. Also wir haben eine 2,5 oder 3 Zimmer, ich glaube 2,5 Zimmer Wohnung. Und da werde ich mir quasi meinen Arbeitsplatz dann einrichten können. Und deswegen wollte ich auch mit euch über dieses schöne Thema reden. Das war klar, ich freue mich euch extrem, dass ich mit meiner Freundin zusammenziehen kann. Auf der anderen Seite freue ich mich auch, dass ich mal so ein richtiges Büro habe. Und ist die Frage, wollt ihr irgendwie mit am Umzug teilhaben? Hat weniger ein bisschen mit Motorrad zu tun, natürlich auch, weil Arbeitszimmer wird natürlich auch ein bisschen motorradmäßig eingerichtet. Ich werde mir noch eine Garage oder beziehungsweise erstmal einen Stellplatz holen. Das mit der Garage ist ja immer noch nicht so leicht, wie wir festgestellt haben. Und das würde ich halt alles einrichten mit euch. Ich würde mir quasi auch ein Streamingzimmer machen. Mein Plan ist auch, dass ich wieder öfter so richtig mal anfange, vernünftig live zu streamen. Sei es, wenn man mal gemütlich miteinander zocken will oder einfach nur ein bisschen Real Talk oder was auch immer. Ich muss auch ehrlich sagen, ich nutze schon mal den, der ist noch nicht perfekt eingestellt. Ich nutze den unteren Spiegel viel öfter zum Gucken. Ich will das Ding noch mal einmal richtig wheelen, der war gerade eben so geil. Machen wir gleich. Auf jeden Fall würde ich euch gerne bei diesem ganzen Projekt mitnehmen. Und einfach mal sozusagen auch ein bisschen mehr vloggiger unterwegs sein, aber natürlich auch immer mit dem Aspekt Motorrad. Es werden auch noch ein paar Projekte kommen, ich bin auch noch dabei. Ich fahre jetzt wie gesagt auch mit Triumph zum ersten Mal zur MotoGP und wir gucken mal, ob wir da irgendwie vielleicht auch zusammenkommen, vielleicht auch mit Motorrad oder so. Müssen wir mal schauen, was da im Projekt ansteht. Wir haben das Baby hier auch noch als Projekt. Nächstes Jahr, uff, ich bin so krass in Planung für nächstes Jahr. Da sind richtig, richtig geile Sachen unterwegs. Habe ich einiges schon in Planung. Ist aber sehr viel Arbeit, deswegen müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden. Hat auch mit meinem Startup und so weiter zu tun. Da werdet ihr auf jeden Fall dann auch was dazu hören. Ja, das wäre erstmal so mein Punkt dazu. Ich glaube, es ist ein bisschen kürzer geworden. Eigentlich wollte ich auch relativ schnell den Spiegel anbauen. Es hat ein bisschen gedauert, aber naja, so ist das mit meinen Schrauberfertigkeiten. Ich wollte euch nur davon erzählen, ich ziehe mit meiner Freundin zusammen und werde mein Büro haben und werde das richtig geil einrichten. Habt ihr darauf Bock? Wollt ihr Videos dazu haben? Und ansonsten geht es auch weiter mit dem Husqvarna-Umbau in den nächsten Tagen, würde ich sagen, wenn ich wieder von der MotoGP zurück bin und da fleißig zugeguckt habe. Jetzt haben wir eigentlich gleich volle Kraft voraus und oder volle freie Fahrt voraus. Ja, so. Okay, Leute, haut da rein. Ich hoffe, es war nicht zu windig jetzt gerade eben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wahrscheinlich von einem geilen Roadtrip, weil wir auf Motorrädern zum Spielberg, zur MotoGP fahren werden. Haut da rein. Und ciao.